Manchmal erwacht man und man ist gar nicht da. Man bemerkt gar nicht, dass man selber ein Dasein ist, sondern ist einfach nur da. Und manchmal erwacht man in panischem Existenzentsetzen eben zu wissen, sowohl da zu sein und weil existent mit dieser prekären Unausweichlichkeit des Entgleitens dieser Existenz notwendig verurteilt. Aber bei genauerem Hinschauen dient das beides dem gleichen Ziel, aufzuwecken zu den Aktionen nach dem Aufstehen bereit zu machen und dann diese Energien, egal ob die der Flucht, der Panik oder des Angriffs, anzukurbeln, bereitzustellen, um einfach dasjenige zu vollziehen, durch die die Körper sich erhalten, promovieren und fortsetzen und somit diesen kurzzeitig aufklaffenden Existenzialisierungsaugenblick eines Ja-Daseins schnell wieder vergessen zu machen und stattdessen einfach das zu tun, was das Leben tut, nämlich gar nicht wissen zu müssen, dass es lebt, um einfach nur zu leben, auch wenn ständig der Eichelherr droht, dieser Stuka, dieser Sturzflugbomber, der wie eine Cruise Missiles unter dem Radar der Äste lautlos herangleitet und dann sich auf die, wie ein Sturzkampfbomber auf die kleinen Vöglein stürzt. Dieser Raubvogel. Vöglein, Vöglein auf dem Sand. Was trägst denn du heute für ein Gewand?